Liebe Piratinnen und Piraten, liebe Eichhörnchen, ich möchte drei Teile euch erzählen. Erst ein bisschen was über mich, dann warum ich denke, warum es Piraten im Europaparlament braucht und dann Themen von uns im Europaparlament. Also mein Name ist Martin Kliem, ich bin Webentwickler seit 16 Jahren hauptberuflich. Ich bin Invited Expert beim W3C, habe dort an der Weiterentwicklung des HTML-Standards mitgearbeitet, habe mich da vor allem um die Barrierefreiheit gekümmert, hatte einen Lehrauftrag zu Informationstechnologie an der Uni Mainz. Ich lebe und atme dieses Internet, das ist mein Zuhause, das ist lange, lange kein Neuland mehr, ich bewege mich seit 20 Jahren darin. Nebenbei habe ich lange Zeit war ich als DJ tätig. Ich war Mitinitiator der Fuck Parade in Berlin, die sich schon vor 16 Jahren mit Gentrifizierung, Clubsterben und auch der Versammlungsfreiheit auseinandergesetzt hat. Wir haben geklagt bis vor das Bundesverwaltungsgericht. Wir waren auch einmal vor dem Bundesverfassungsgericht und das sind die Urteile, die heute mit dazu beitragen, dass Leute so demonstrieren dürfen, wie sie wollen, nämlich mit den zeitgemäßen Mitteln und nicht mehr nur mit Mitteln der 70er Jahre. Ich bin bei den Piraten seit 2010. 2011 wurde ich als zum Stadtverordneten gewählt in Frankfurt am Main. Das Stadtparlament in Frankfurt hat 93 Sitze, nur um euch mal so ein Verhältnis zu geben. Unser Haushalt beträgt 3,2 Milliarden Euro, das ist ein bisschen weniger als das Saarland. Und wir haben so jeden Monat ungefähr 150 Drucksachen zu bearbeiten. Das ist relativ viel, aber es ist ein ehrenamtlicher Job. Wir sind die kleinste Fraktion dort, wir haben 3,2% der Sitze, aber wir schreiben über 10% der Anträge. Und ich habe jetzt schon gehört, oh, was soll denn passieren, Martin, wenn du dann nicht mehr im Stadtparlament bist? Also der erste Nachrücker im Stadtparlament wäre der Christian Bethke und der zweite wäre der Thorsten Wirth. Und ich glaube, also die würden das schon hinkriegen. Das Nette an einem Stadtparlament ist, dass dort viel Konsenspolitik gemacht wird. So in Details ist man sich uneinig, aber so im Großen und Ganzen ist man doch der Meinung, dass man das Beste für die Stadt möchte. Und deswegen finde ich eigentlich auch die Tätigkeit im Europaparlament so interessant, denn dort besteht eben nicht dieses duale Prinzip Opposition-Koalition, sondern dort muss Konsenspolitik geleistet werden. Dennoch habe ich manchmal das Gefühl, wir stehen hier und die Leute verstehen uns nicht. Ich habe heute wieder mein Shirt an, da steht drauf, Netzpolitik ist Gesellschaftspolitik. Nicht etwa Netzpolitik statt Gesellschaftspolitik, wie das bei dem letzten Parteitag in der Welt stand. Aber dieses Missverständnis ist eigentlich symptomatisch. Also natürlich ist Netzpolitik Gesellschaftspolitik. Fast alles, was wir heutzutage tun, hat mit dem Internet zu tun, wird von dem Internet bestimmt. Und auch diese Themen müssen wir im Europaparlament mit reintragen. Ich denke, wir haben eine Chance, ins Europaparlament zu kommen, denn die 5%-Hürde war schon verfassungswidrig. Ich denke, auch die 3%-Hürde wird verfassungswidrig sein. Ich war in Karlsruhe bei der Verhandlung, habe darüber geblockt. Aber ich glaube auch, wir haben eine Chance, weil die Leute diesmal nicht Merkel abwählen wollen, sondern weil sie wahrhaftig, ehrlich wählen können. Und ich denke, da können wir durch gute Arbeit punkten. Wir haben in vier Landtagen Fraktionen, die fleißiger sind, als man teilweise so mitbekommt. Man muss dann teilweise mal in die entsprechenden Webseiten reinschauen, um das zu sehen. Die schreiben unheimlich viele Anträge und ich glaube, die bewirken richtig, richtig viel. Wir haben aber auch in mehr als 200 Mandate in Kommunalparlamenten, da kann ich euch verweisen auf Antragsarchiv kommunalpiraten.de, wo inzwischen über 1000 Anträge zusammengetragen wurden, die unser Bundesprogramm, Landtagsprogramm in die Kommunen hineintragen. Ich denke also, wir können durch gute Arbeit überzeugen und es braucht einfach Zeit. Wir hatten am Anfang so eine Hype-Kurve
und wir waren mal bei über 10%, aber ich glaube, das ist nicht die Realität. Wir sind jetzt unten an der Kurve angelangt und werden uns irgendwo in der Mitte einpegeln. Berlin ist ein sehr gutes Beispiel, da gibt es viele junge Leute, die wählen, aber auch in Frankfurt hatten wir in manchen Stadtteilen, wo viele junge Leute sind, wo viele Leute aus dem Arbeitermilieu sind und wo viele Leute mit Migrationshintergrund sind, hatten wir 5,7%. Und ich denke, das ist das, wo es realistisch hingeht. Was wollen wir im Europaparlament? Im Europaparlament, sagte ich schon, macht man konsensorientierte, fraktionsübergreifende Sachpolitik. Wir haben einen internationalen Charakter, das Internet ist weltweit, also ja, da gehören wir hin. Aber im Europaparlament sind vor allem wahnsinnig viele unserer Themen. Die Karoman Gauseweg sagte vor ein paar Tagen in einem Interview, die erste Baustelle von uns im Europaparlament wird sein, die Reform der Datenschutzgrundverordnung. Das ist nur zum Teil richtig, denn diese neue Datenschutzverordnung betrifft vor allem die Unternehmen. Jetzt war Angela Merkel, die gesagt hat nach dem NSA-Skandal, ja, also das mit dem Datenschutz, das muss Brüssel regeln. Wie Angela Merkel eigentlich bei allen Sachen, die unbequem sind, erstmal eine Nebelkerze zündet und auf Brüssel verweist. Aber ich habe mal reingelesen, in der Datenschutzverordnung steht drin als Ausnahme, die nicht davon betroffen sind. Das sind nämlich alle Dinge, die die Sicherheitspolitik der EU betreffen und polizeiliche Ermittlungen, Antiterror und dergleichen. Also diese Datenschutzverordnung betrifft überhaupt nicht die Geheimdienste und deswegen ist das, was Merkel da sagt, unredlich und ist einfach ein Verweis auf Brüssel, um von den eigenen Problemen in Berlin abzulenken. Ebenfalls vor ein paar Tagen hat unser Bundesvorsitzende Thorsten Wirth gesagt, im Rahmen des NSA-Skandals, die Unternehmen müssen mehr in Haftung genommen werden. Wenn sich also herausstellt, dass die Hardware von Firmen wie Huawei und anderen korrupt ist, dann schickt den Scheiß zurück. Nehmt eure Gewährleistungen in Anspruch, schickt das zurück, trefft die Unternehmen dort, wo es ihnen am meisten wehtut, nämlich beim Verkauf. Und ich denke also, wir müssen dort die Unternehmen mehr in Verantwortung nehmen. Amelia Andersdotter hatte bei dem vorletzten Bundesparteitag auch gesagt, wir müssen zum Beispiel eine Haftung von Unternehmen für unsicheres SSL in Gesetze reinschreiben. Nur so können wir sie kriegen. Also es gibt zum Beispiel jetzt Twitter macht bereits sowas Forward Encryption, eine sicherere Verschlüsselung, wo der Schlüssel nicht übers Netz übertragen wird und ich denke, da können wir Gesetzgebung machen. Wir haben aber auch noch andere Dinge, also außer der NSA und die Geheimdienste in Schranken zu verweisen, denke ich, müssen wir auch der Polizei wieder Grenzen setzen. Wenn ich jetzt höre in Hamburg, dass CDU-Politiker den Einsatz von Gummigeschossen fordern, muss ich sagen, tut mir leid, also das geht nicht, das finde ich bei Demonstrationen überall in Europa nicht akzeptierbar, dass dort Gummigeschosse und Gasgranaten eingesetzt werden. Und auch der inflationäre Gebrauch von Pfefferspray geht auf keine Kuhhaut. Das hält Leute vom Demonstrieren ab und die Polizei setzt es viel zu stark ein. Wir brauchen unabhängige Beschwerdestellen bei der Polizei und wir müssen auch zum Beispiel am Europäischen Polizeikollege CEPOL den Korpsgeist aufbrechen. Wir müssen sagen, setzt Grenzen, bis zu denen ihr Kollegen deckt und danach zeigt sie bitte an. Auch das ist Whistleblowing. Ich möchte auch keine Polizeidrohnen haben, die zur Verkehrsüberwachung eingesetzt werden. Drohnen können dafür eingesetzt werden von der Polizei bei schweren Straftaten oder wenn Menschenleben in Gefahr sind, aber nicht für Banalitäten. Ich möchte keine Drohnen haben, und das kann das Europaparlament regeln, ich möchte keine Drohnen haben zum Sprengen von Hochzeiten in Afghanistan und auch nicht zur Zielmarkierung. 30 Sekunden ich noch. Weiß. Ich möchte keine Drohnen haben über besiedelten Gebieten, nicht über Städten. Ich möchte auch keine Drohnen haben von der Bahn, die Nachbarn 150 Meter weit noch überwacht. Und ich möchte keine Drohnen haben zur Überwachung der Außengrenzen. Denn wir brauchen Freizügigkeit und nicht Roboter schwimmend und fliegend, die Leute von Europa abhalten.
Es gibt noch viele andere Punkte, die ich euch dann gerne in dem Fragenbereich beantworte. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und ich danke den Gebärdensprachdolmetschern für die tolle Barrierefreiheit.